größte Quatsch, den es gibt. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen zum 9. Hamburger Hafen Talk mittlerweile. Wir haben eine bunte Runde zusammengestellt. Ich freue mich, dass alle da sind, die wir auch angekündigt haben. Manchmal haben wir ja ein bisschen Pech, wenn Krankheit dazwischen kommt oder so. Heute sind alle da. Die Runde ist komplett. Es gibt viel zu besprechen. Es gibt auch ein bisschen Action hier auf der Bühne. Da ist besonders eine Dame für zuständig, nehme ich an. Und wir haben hier hinten mittels modernster Technik einiges zu zeigen, auf das ihr euch freuen könnt. Und jetzt wollen wir uns erinnern an Heinz Erhardt und an viele andere. Wir wollen sprechen mit Horst Klemmer, meine Damen und Herren! Wenn Heinz Erhardt spielte, war es in Hamburg die kleine Komödie am Neuen Wall bei Arbeiler. Peter Arbeiler, ja. Das hat er immer gespielt und dann sind wir auf Tournee gegangen. Und wir haben das Hartmann nun davon, das ist das beste Stück, was je Heinz Erhardt gespielt hat. 612 Mal, davon 608 Mal ausverkauft gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Und der hat das gemanagt, der Mann. Also, wie erklärst du dir das, Horst, dass so ein Name wie Heinz Erhardt heute noch so aktuell ist und vor allen Dingen so beliebt ist? Und das Tolle bei Heinz Erhardt ist, dass er bei Ärzten, bei Professoren, bei gelernten, studierten Menschen genauso gut ankommt wie bei dem Menschen, der den Pferdeköhle von der Straße fegt. Das ist die große Kunst. Was war die Basis eurer Freundschaft? Ich komme an seinen Humor nicht ran, aber ich hatte die gleiche Art Humor zu denken. Wenn er mir ein Theaterstück schickte, sagte er, lesen Sie es mal durch, ob ich das spielen soll. Habe ich das gelesen, habe ich gedacht, so witzig ist es nicht, aber ich hörte ihn in meinem Ohr sprechen. Und dann wurde es der Erfolg. Und dies habe ich Gott sei Dank immer beibehalten. Und wir hatten zwei Tourneestücke, da haben wir 1200 Mal zusammengespielt. Und die waren alle ein Riesenerfolg, aber nur durch ihn. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Klitzekleiner Ausschnitt, das hat man nun davon. So, und nun greifen Sie mal tüchtig zu und essen Sie hier was. Nein, ich bin nicht Esser. Herr Dolleschall, große Taten kommen aus leerem Magen. War gut, nicht? War sehr gut, ja. Aber da müssen Sie schon Napoleon sein. Ich mach Napoleon. Usong Meshieng. Zu Deutsch, wo sind meine Hunde? Ach nee, das hat der alte Fritz hat das gesagt. Der alte Fritz war das. Das war der Erfinder der Pommes Fritz. Also hier. Ja, wie sagt schon Madame Plessis die Vielfältige? Sie sagt, die Nase ist mal voll, mal leer. Mal ist sie breit, mal spitz wie ein Pfeil. Und stets ist sie bei Menschen der hervorragendste Körperteil. Das sah man bei de Gaulle. Zum Wohl. Kurze Frage zwischendurch. Hast du eine Uhr? Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Ja, das kann niemand. Die ist stehen geblieben. Ich habe eine andere Uhr. Eine Standuhr. Und das ist eine Armbanduhr. Die ist kurz vor halb vier. Ja. Und diese Uhr gehörte Heinz Erhardt. Da ist es. Und jetzt rief mich, ich glaube, Rialto oder Uferton war es, Film aus München an, dass sie Heinz Erhardt haben wollten für einen neuen Film. Seine Gagen waren damals noch so 20.000, 30.000 Mark. Und ich sage, Erhardt, wir haben Montag spielfrei, da fliegen wir beide von Berlin nach München, treffen uns im Hotel mit den drei Leuten und da haben wir aber ausgemacht, wir machen das so, er spricht mit, was künstlerisch ist. Sobald ums Geld geht, geht er auf die Toilette. Es gibt ein Stichwort dann von mir. Und da haben wir da gesessen und geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir eigentlich so weit, wir könnten dann noch weiter überlegen. Ich muss mal auf die Toilette, sagte er. Raus war er so. Ich sage, meine Herren, es geht jetzt ums Geld, wir müssen ja mal ein bisschen reden. Ja, ich sage, unter 200.000 braucht man nicht zu reden, nicht? Und dann sagte ich, nee, ja, so. Wir haben uns nachher geeinigt auf 145.000. Und wir hatten vereinbart, wenn er reinkommt und ich nicke, dann ist alles okay. Er kam rein, sah alles in Ordnung und so weiter, verabschiedet.
Erste sagen sie mir, wie viel? Wie viel? 145. Na, wie viel wirklich? Ich sage 145.000. Nein! Champagner. Sag mal, Horst, ich habe eine Frage. Könntest du mein Management übernehmen? Ja. Da müssen wir mal sehen, was du anzahlst. Aber du schaffst das auch so. Ja, also man soll es nicht selber machen. Es ist immer gut, wenn man einen hat. Das ist das also Problem. Ich würde jetzt mal auf die Toilette gehen. Ja. Und da ist irgendwie noch ein Chef vom Blockbräu, da kannst du mal eben. Ne? Und dann kommst du rein und sagst, jawohl, du bist heute Abend gut und sonst. Ah, echt? So viel? Das ist ja der Hammer. Horst Klemmer, meine Damen und Herren. Ihr wisst, wer jetzt kommt. Ich freue mich sehr auf Susi und Uli Salm. Jetzt geht's los. Uli, die Hamburger Szene, in der Form, wie du sie kennengelernt hast, vermisst du die? Das war natürlich eine tolle Zeit, aber ich finde das jetzt eigentlich mindestens genauso schön, weil wir haben viel Spaß mit unseren beiden Zwicks vor allen Dingen, ne? Und da können wir auch immer das machen, was wir früher schon geliebt haben, nämlich Musik machen. Liebe Susi, darf ich mal kurz in aller Bescheidenheit hinweisen auf die Intelligenz und das Mitdenken der Bühnentechnik hier. Ich möchte mal Christoph Meyer-Jansson dankenswerterweise nennen. Wir haben den Hintergrund deinem Pullover angepasst. Danke, als wenn er mitgedacht hätte. Ja, wir sind froh, dass du nicht in gestreift gekommen bist. Das hätten wir länger vorbereiten müssen. Sag mal, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Susi, jetzt mal du, komm. Ja, genau. Also ich habe, um es zu sagen, in den 60ern war ich noch nicht so aktiv. So nämlich. Ja, ich war tatsächlich in den 70ern noch in der Schule. Viele denken, ich bin ja schon an die 80 ran. Stimmt natürlich nicht. So, und ich war damals mit Olli Dittrich, mit Susis Schlagersextett unterwegs. Und da hat er mich mal gesehen, oder ist lange her, ne? 92, 93. In Pferden. Pferden an der Aller. Da hatten wir gerade einen Hit und Susi Schlager Sextett hat bei uns im Vorprogramm gespielt. Und ich habe gedacht, oh verdammt, die Sängerin möchtest du auch gern haben bei dir in der Band. Ja, also ihr habt euch sozusagen rein aus beruflichen Gründen schon alliiert. Ja, aber Susi hat in den 70ern, glaube ich, auch schon, als wir angefangen haben mit Rudolf Rock, das war 76, da fand sie die Ingeborg, unsere damalige Sängerin Ingeborg Thomsen, glaube ich, sehr gut. Ja. Uli, du hast die große Freude gehabt, dass du ja wirklich eine ganze Zeit lang und eigentlich ja auch bis heute mit Leuten zusammen gespielt hast, die deine Idole waren. Wir wollen mal ein paar aufzählen. Chuck Berry, Bill Haley, du hast diese Granaten noch kennengelernt. Was habt ihr da zusammen gemacht? Wart ihr auf Tour? Habt ihr Konzerte gespielt? Bill Haley, der hat damals, da war er schon nicht mehr so erfolgreich, das muss so 67 oder so gewesen sein, da hat er im Stadtpalast in Lüneburg 2 oder 3 Tage gespielt und wir waren die Vorband und ich hatte mich mit seinem Bassisten so gut verstanden und der hat mich dann einfach auf die Bühne geholt und hat gesagt, spiel mal. Und das war natürlich klar, die Rock Around the Clock und so, das kennt natürlich jeder. Und wenn man vor so einer Granate spielt, wenn der sagt, spiel mal, warst du nervös? Hat dich das aufgeregt oder warst du ganz cool, weil du ja weißt, was du kannst? Nö, nicht, weil ich weiß, was ich kann. Das war einfach so familiär, dass ich da gar nicht dazu gekommen bin, so nervös zu sein. Ja. Aber mit Chuck Berry, das war wirklich sehr heftig. Das war hier im CCH, unbestuhlt, CCH 2, 3000 Leute. Und wir wussten tatsächlich überhaupt nicht, was uns erwartet, weil wir haben kein Programm gekriegt, wir haben nicht einmal mit ihm geübt und wir hatten auch keine Tonarten, also gar nichts praktisch. Und Chuck Berry kam auf die Bühne zum Soundcheck und hat uns noch nicht mal guten Tag gesagt. Ein Stichwort noch, weil wir über Künstler gesprochen haben, die es nicht mehr gibt. Wir haben im Vorgespräch kurz über Drafi Deutscher gesprochen. Marmorstein und Eisen bricht, nur unsere Frühstückseier nicht, haben wir ja früher gesagt. Ein großer Sänger, habt ihr miteinander toller zu tun Komponist gehabt? Komponist vor allen Dingen. Ja. Ja, ich habe mit dem schon Ende der 60er gespielt, da hat er gerade Marmorstein und Eisen bricht gehabt, ne, und war
mit seiner Band The Magics unterwegs im Starpalast Lüneburg. Ja. Waren wir die Vorband. Drafi Deutscher hat ja in Hamburg dann auch gewohnt, ne, in der Schlüterstraße, glaube ich, und war oft im Zwick in Pöseldorf. Und ich muss sagen, da war er wirklich sehr, sehr lieb und nett und auch sehr lustig. Drafi Deutscher 1995 mit Hausmeister. Herr Deutscher, schönen guten Tag. Tag. Das ist ja nett. Sie in Berlin? Ich bin Berliner. Sie sind Berliner, das wollte ich nämlich fragen. Wohnen Sie eigentlich noch in Hamburg bei uns oder wohnen Sie wieder in Berlin? Ich wohne in der Zwischenzeit 80 Kilometer von Hamburg entfernt. Walsrode im Vogelpark. Oh, Walsrode, Vogelpark. Die haben mich aufgenommen im Vogelpark, weil ich so ein seltener Paradiesvogel bin. Ehrlich? Ich habe da einen kleinen Käfig, habe einen Wettstein drin und ein Badehäuschen, ja, und abends kriegst du so ein Tuch drüber, damit ich schlafen, ehrlich, kann. Ja. Und tagsüber wird aber auch ein bisschen dann gezwitschert. Wird auch gezwitschert, ja. Ja. Ja, ja. Marmor, Stein und Eisen bricht nur unsere Frühstückseier nicht. Das war ja ein Wahnsinn. Hit. Ja. Und da lebt man doch eigentlich heute noch von, oder? Ja, nur dass ich natürlich aufgrund dessen, weil ich ja ein Paradiesvogel bin und die Frühstückseier lege, ständig einmal im Jahr in der Mauser bin. Und das, ja, bin ich im Moment, ja, auch wieder, wie man sehen kann hier auch. Ja, ist gerade in der Mauser. Ja, guck mal, zeig das mal eben. Dankeschön, ja, vielen Dank. Ja. Ja. Ich würde mich jetzt ansagen, meine Damen und Bakterien, jetzt kommt die wunderbare, unvergleichliche, sensationelle, bezaubernde, großartige Susi Salm. Dankeschön. Und ohne Probe, ohne Soundcheck, aber die Frau kann das einfach. Eine tolle, interessante Kombination. Ich freue mich sehr über Uwe Rode und Marek Erhardt. Ja, Ricky. Wir haben, wir beide, fast auf den Tag genau vor 20 Jahren auch eine Talkshow gemacht. Das war in Ahrensburg. Und das war genau das Gleiche wie heute. Deswegen müssen wir uns öfter treffen. Parallel hat der HSV gespielt und parallel hat gegen Ende der Veranstaltung oder mittendrin der HSV gewonnen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich noch erinnern. Ich war vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch Stadionsprecher. Und ich habe dir zugesagt und habe da das HSV-Spiel sausen lassen, hab's Lotto alleine machen lassen. Also da haben wir gefeiert, ne? Wahnsinn. Siehst du, das ist also ein gutes Omen und hat auch heute geklappt. Eigentlich lade ich dich immer jetzt ein, wenn Hafentalk parallel zum HSV-Spiel läuft, dann gewinnen wir wenigstens. Tatsächlich glaube ich, dass wir auch im nächsten Jahr den HSV noch in der zweiten Liga sehen werden. Das ist, das Ding haben sie verbockt in der Hinrunde, das ist so. Und ja, dann spielen wir eben halt nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga. Ist natürlich nur hart, wenn dann Holstein Kiel und Pauli beide in der ersten Liga sind. Die Schmäh, die wir hier jetzt in Hamburg auszuhalten haben, das wird hart. Das wird hart. Und dann haben wir möglicherweise gegen die Karnevalsvereine zu spielen. Zum Beispiel. Ne? Und so weiter. Seid ihr Fußballfans, Dingens hier? Ja? Ja? Ganz schwerer HSV-Fan. Ich teile auch mein Herz mit St. Pauli. Was siehst du wohl? Ja, ich auch. Uwe Rode und Marek Erhardt. Wie kriegt man solche Stimmen? Ich bin ja mit anderthalb Jahren schon Schlagersänger gewesen, beziehungsweise ich habe mit anderthalb Jahren den ersten Schlager gesungen, und zwar Salome, schönste Blume im Morgenland. Und danach kam gleich Benny Quick mit 3 Jahren, Motobiene. Und ich hatte leider, mir fehlte leider der Horst als Manager. Als Manager, ja. Also Kinderarbeit mit 3 wäre auch nicht erlaubt gewesen, glaube ich. Du hast ja in der Tat, das wollen wir auch mal sagen, Gesang studiert und auch als ausgebildeter Bassist singst du mal Bass und mal besser. Ja, und du hast in deiner Zeit, als du, glaube ich, in Stuttgart Theater gespielt hast, der Mann hat in Bayreuth gesungen, meine Damen und Herren, bei den Festspielen. Aber lieber wäre ich auch Schlagersänger geworden.
Da gibt es mehr Geld, ne? Ach, Geld, was ist denn Geld eigentlich? Ja. Ist doch eigentlich wurscht. Schön, dass du das sagst. Ja, also nein, ich glaube, die schönsten Dinge, die im Leben passieren, die haben eigentlich selten mit Geld zu tun, sage ich mal so. Ich habe gelesen, du hast irgendwie 3 Monate vorm Abitur das Gymnasium verlassen, hast gesagt, schied auf Abitur und bist nach Amerika gegangen, nach New York, um Schauspiel zu studieren. Erst habe ich Microsoft gegründet und dann habe ich Schauspiel studiert. Ach, du warst das? Ja. Nee, also ich bin, tatsächlich 3 Monate vor der Abi-Prüfung habe ich meinen Eltern eröffnet, ich verlasse das Land. Wie du dir vorstellen kannst, war die Freude groß zu Hause. Nun muss ich allerdings fairerweise sagen, ich bin zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre lang zur Schule gegangen. Frage an euch beide, vielleicht fangen wir mit Uwe an. Warum wird man Schauspieler? Ja, vermittelt worden vom Arbeitsamt. Ne? So. Ich will das gar nicht begrenzen aufs Schauspiel. Man wird in Deutschland ja so gern in Schubladen gesteckt. Das heißt, wenn man eine Menge kann oder beziehungsweise dann kann man eigentlich gar nichts oder man muss sich immer gleich so selber irgendwo einordnen und sagen, was bist du? Bist du Schauspieler oder bist du Komiker? Eigentlich musst du als Schauspieler alle Fächer bedienen können, sage ich mal. Ja? Und ich hatte das große Glück, noch mal ganz anders anzufangen. Ich habe eigentlich Gesang oder so Musiktheater studiert, habe Gesang studiert und dann hieß es immer, ah ja, du bist Sänger. Ich sage, nee, ich bin nicht nur Sänger, ich kann auch vieles andere mehr und so. Und, ich glaube, das ist einfach bei uns in unseren Traditionen oder in unserer Denkensweise so manifestiert, dass man immer jemanden in eine so eingrenzen möchte oder beziehungsweise Schubladen. In eine Schublade stecken. Mir hat mal jemand gesagt, Uwe, dass dieses Schubladendenken, ich kann das nicht, vielleicht könnt ihr das bestätigen oder auch nicht, dass es das so nur in Deutschland gäbe. In anderen Ländern, Großbritannien, Frankreich beispielsweise, Italien, nicht. Stimmt das? Ja, total. Also ich kann ein Beispiel nennen, weil Gott hab ihn selig, Wolfgang Rademann. Wolfgang Rademann war mein Ziehvater. Ich habe Wolfgang Rademann kennengelernt 1987. Und er hatte sein Büro über dem Studio, wo wir Freunde fürs Leben gedreht haben. Und Heidi Höft, seine damalige Sekretärin, sagte, nachdem ihm ein Schauspieler ausgefallen hat, Mensch, Herr Rademann, da unten dreht doch gerade der Herr Erhard, wollen Sie den nicht nehmen? Sie kennen ja auch Gero sehr gut als sein Vater, dann kann der doch die Rolle auf dem Traum. Warte, der macht doch immer nur Radio, ich weiß überhaupt nicht, wo ich den hinstecken soll. Wa? Nee, der macht das nicht. So, dann fiel ihm noch ein Schauspieler aus und es war dann anscheinend keiner auf dem Markt, sagte er, na gut, dann nehme ich den jetzt. Und tatsächlich war das 87 für mich der Startschuss. Ich habe nämlich 14 Traumschiffe gemacht. Uwe, lieber Traumschiff oder lieber Büttenwader? Traumschiff natürlich. Ist wahr? Ja, natürlich. Also es gibt ja Sachen, die sind ja auch mittlerweile dann, die sind vorbei. Für mich war zum Beispiel Büttenwader vorbei, als Jan gestorben ist. Man hat dann auch 2 Folgen gedreht. Das war für mich zu viel. Ich bin auch vorher schon ausgestiegen, weil ich sagte, es ist eigentlich drüber, es reicht. Es hat eigentlich vorher schon gereicht, sage ich mal, gefühlsmäßig. Ist für den Zuschauer ist es immer noch eine andere Sichtweise, als wenn man im Geschehen drin ist. Und von daher lieber in die große, weite Welt hinaus. 2017 ist sie gewählt worden, und zwar hier in diesen heiligen Hallen. Du warst die allererste, sozusagen Queen Mom, ja, kann man sagen. Hamburger Bierkönigin, was hat man da zu tun? Da hat man die wundervolle Aufgabe, die Hamburger Brauereien zu vertreten, auf verschiedenen Veranstaltungen, ein bisschen das Hamburger Bier zu supporten, und Blockbräu ist da der Hauptsponsor. Siehst du, deswegen, dass wir das mal gesagt haben. Und liebe Kathi, bei dir ist es auch so, du gehörst zum Beruf, du bist Sängerin, Schauspielerin, du bist auf Tournee, habe ich gesehen. Was machst du zurzeit? Tatsächlich, ab morgen habe ich ein soziales Schulprojekt, es heißt Musical at School, läuft über eine Hamburger Stiftung und da studieren wir eine Woche lang mit Kindern in sozialen Brennpunkten ein Musical ein. Oh, das ist aber toll. Das finde ich aber großartig. Da drücke ich dir sämtliche Daumen. Willst du nicht ein klein so a cappella mal antüdeln? Cattari, perché mi dici so parola amare? Perché mi pari un'ora? Mi tormenti, Cattari,
non ti scordare che io ti ho dato il cuore, Catarina, non ti scordare. Es ist Zeit für Party, ne? Wir müssen ein bisschen Party machen, weil die haben alle gesagt, als ich angekündigt habe, so über Social Media, Susi und Uli Salm kommen. Und dann haben die Leute geschrieben, also wenn die dabei sind, dann stehen am Ende alle. Noch sitzen hier viele. Das werden wir im Zweifel jetzt ändern. Susi, wärst du bereit, willens und in der Lage? Party! Cheating in the middle of the road. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.